Servus Leute und herzlich willkommen zu Tag 4 in Saalbach. Wundert euch nicht, von Tag 3 habt ihr kein Video gesehen. Und zwar waren wir gestern im Hochseilgarten in Hinterklemm zusammen mit Leo, mit Nico, der Jana und der Hanna. Und dazu seht ihr aber ein Video bei Leo auf dem Kanal, also schaut bei dem vorbei, falls euch das interessiert. Und schaut da auf jeden Fall mal vorbei, es hat mega Spaß gemacht. Genau, also da findet ihr das Video bei Leo auf dem Kanal. Und ja, wie ihr seht im Hintergrund, es regnet. Den ganzen Morgen nieselt schon. Wir machen uns jetzt gerade mal hoch zum Hackelberg Trail und gucken mal, ob wir eine Abfahrt hinkriegen. Aber ja, ich finde, es sieht ziemlich schlecht aus. Also die Suppe hängt über Saalbach. Ist richtig schlechtes Wetter. Es regnet die ganze Zeit. Gott sei Dank nieselt es nur so leicht, also es regnet jetzt nicht volle Kanne, aber es wird immer stärker die ganze Zeit schon. Und wir schauen jetzt mal, ob wir eine Abfahrt hinkriegen und sehen uns gleich oben, sind gleich an der Bergstation. Und ja, dann mal schauen. Ich denke, euer Bild wird ziemlich verregnet und mal gucken, ob wir da überhaupt was hinkriegen. Aber ja, jetzt mal schauen und ich wünsche euch aber auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Schaut uns zu beim Regenmatschfahren. Viel Spaß in Saalbach auf dem Hackelberg Trail. Let's go! So, wir machen jetzt den ersten Ride auf dem Hackelberg Trail. Mal gucken, was das hier gibt. Sieht auf jeden Fall nach Mattparty aus, wenn ich schon mal darunter schaue. Grip hat man aber, also sogar fast mehr als die letzten Tage, wobei hier wird es jetzt schon ordentlich nass. Spaß machen tut. Und es geht auch eigentlich zum Fahren. Also noch sehe ich was. Ich weiß nicht, ob ihr noch was seht. Keine Ahnung, wie verspritzt die Kamera ist. Aus. Alter! Ja.
ist ein einziger Bachlauf hier runter. Achtung! Halt mal an. Ja. Alter. Boah. Der Elias fährt vor mir. Alter, alles gut? Kein Risiko jetzt! Sieht einfach nichts. Oh, Alter. Oh, Alter!
Geil, Mann. Viele werdet ihr nicht mehr sehen, aber ich bringe das Video, ist mir scheißegal. Ich will, dass ihr seht, wie wir uns hier runter gequält haben. Oder jetzt gerade im Moment ja noch quälen. Es muss einfach sein. Ich muss da jetzt mal kurz anhalten, weil ich was ins Auge bekommen habe. Ich muss jetzt wieder draußen hier beim Holz unbedingt aufpassen, was Hasendraht drauf ist. Ich sehe einen Zahlmacher, aber nahezu überall. Das heißt, da kann man schon drüber fahren, aber trotzdem immer vorsichtig sein. Ja.
Ziehen wir mal ab hier. Jump! Geil, Mann. Also Spaß macht's. Keine Frage. Auch wenn es ultra nass ist. Wird wahrscheinlich unsere letzte Abfahrt heute gewesen sein. Und die erste. Nehmen wir hier nochmal sauber. Jetzt gucken wir mal, was hier noch geht. Untechnisch. Da vorne gleich dann im Table. Ja. Geht noch ein bisschen was. Hier auf den Scheiben schön aufpassen, schön gerade halten, den Lenker nicht viel lenken. Ja, ich fand, also ich hatte gut Grip, muss ich sagen. Ja. Ich fühle mich halt nur unwohl, wenn mein linker Fuß komplett im Wasser steht. Ja, meine auch. Ja. So, Elias, was hast du dir für eine Taktik ausgedacht? Also, was ist deine Taktik? Voll pedalieren. Okay. Ganz runter auf den Lenker für die Aerodynamik, wenn nichts mehr geht. Und dann. Alles klar. Muss das. Dann, ich würde sagen, alles geht. Ready, let's go. Und der Elias fährt hier weg. Tritt rein, was geht? Gib Vollgas, als nächstes bin dann ich dran. Mach die Kamera nochmal sauber, damit ihr auch was seht. Einigermaßen zumindest. Also wie der Leo erklärt hat, wird er ausrollen lassen, heißt die Challenge. Wir geben hier Vollgas bis zum gelben Schild unten. Und ab dann dürfen wir nicht mehr pedalieren und gucken, wie hoch wir kommen. Hat er ja gerade erklärt. Habt ihr hoffentlich verstanden. Und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal. Bei dem Regen hier. Ah, weiter. Alter. Oh. Leo gewinnt. Geil, Mann. Ja, das war's von dem Video. Wir sind runtergekommen, haben es geschafft. Hackelberg bei Regen. Es war die letzte Abfahrt. Schaut, wie wir aussehen. Ich stehe mit den Füßen im Wasser. Und genau, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Schaut auch beim Leo auf dem Kanal vorbei. Für die ganzen Saalbach-Videos. Und genau, dann seht ihr auch seine Perspektive, nicht nur meine und auch, denke ich, mehr Videos wie bei mir. Und genau, auch auf Instagram vorbeischauen, wir haben auch viele Bilder geschossen bei den ganzen Leuten, bei der Jana, dem Nico, der Hanna und dem Leo und auch den anderen Elias. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, war eine mega Zeit hier in Saalbach, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Leo, dass wir hier dabei sein durften. Und ja, schaut euch meine getrockneten Bremsen an. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao.